Prost, Prost, Michael. So, Django, musst du mir dann alles denkt bis an Fest? Noch könnte es losgehen. Ja, ich denke doch, das meiste müsste überhangen, oder? Ja. Striegel aber nachher den Bock noch. Dann sind wir gerecht. Alles klar, dann tun wir das, oder? Also, auf geht's. Prost, zum Wohl nochmal. Na komm, wir nehmen die Fahrräder. Du, Michael? Ja? Da ist kein Bock. Wie? Ja, zäh fix, der Bock fällt. Da ist kein Bock drin. Das gibt's doch nicht. Darf jetzt nicht wahr sein. Der Bock ist nicht da. Ja, genau, zäh fix. Ja, den brauchen wir schon. Ja, ohne den geht nichts sitten. Jetzt bekommen wir. Ja, Argo, zack. Wo kann der Bock sein? Das gibt's doch nicht. Was tust du jetzt? Ich kann bei den Blattler fragen, oder? Das nützt doch nichts. Ja. Noch Teilepreise zu und jeder schaut. Woll? Hart. Auf geht's. Jetzt pressiert's aber. Ja, da sind ja unsere Geissbockbüren. Wo reisen denn die hin? Haben wir den Kappel nicht? Heiliger Antonius, hilf uns, unseren Bock wieder zu finden. Von lauter Räusch haben wir vergessen, das Lot zu machen. Und jetzt ist der Bock fort. Ja, was denn jetzt hier zwei da hinten? Ja, Django, wir sind echt im Stall gewesen. Dann ist unsere Kiste Bier über den Berg gelaufen. Dann haben wir halt die Kiste Bier gesucht und vergessen, im Stadtstil das Lot zu tun, oder? Jetzt ist ein geiles Bock abgehauen. Ja, das ist ja wohl nicht wahr sein. Habt ihr es mit Zürich auch schon probiert? Ja, noch ein. Auf geht's! Frage ich gleich noch Blattlerfehler. Die wissen sonst schon alles. Das so, Fehler, wir schauen jetzt uns. Beeilt euch mal ein bisschen. Wir müssen um 6 Uhr beim Fassanstich standen. Und denke bitte dran, um 8 Uhr fängt das Wertungsblattler an. Da solltet ihr auch noch ordentlich Gericht sein. Mein Gott, da brauche ich gar nicht fragen, da kriege ich eh keine gescheite Antwort. Hey, schaut, die suchen den Geissbock auch nicht noch. Ja, man hätte sie halt eins gefragt. Blattlerfiller wissen doch immer alles. Das stimmt. Grüß dich! Grüß dich! Herrgott, unsere Ehrenmitglieder! Ja, was ist denn? Ja. Was ist? Grüß dich! Habt ihr den Bock fürs Fest irgendwo gesehen? Wir haben keinen Bock gesehen, wir haben bloß einen Bock Bier. Ja, das ist so wohl sein. Ja, gut. Dann muss ich woanders schwitten, wir vergehen sie trotzdem, gell? Vierter auch. Ich stehe es gut. Es schmeckt. Argot Max, was tust denn du da? Ja, ich hab ja einen Geissbock von dieser Geissage gemetzelt. Ja, aber nicht, dass das der Bock für unser Fest war noch. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Die haben was gesagt. Der hätte zwar nicht Bock gehabt, ich soll ihn schon schlagen. Jawohl, ja, dann muss ich jetzt sofort zu denen anrufen oder bei denen anrufen, schauen, was da los ist. Ja, auf alle Fälle. Ja, ich sollte auch nachher eingehen. Ich sollte noch aufs Alpenwasser treffen nachher. Jawohl, und Zauberkusch aber auch, oder? Bist du ja, auch dabei? Die Oberkleider Power und Weißengröner, die lasse ich mir nicht in Gang.
Okay, jawohl. Ja, dann ruf ich jetzt schnell im Django an. Ja, ja, ich mach noch fertig. Wir sehen diesen Michael. Django? Ja, ich bin da gerade beim Max in der Metzg. Jetzt hat der da einen Geißbock gemetzget. Kannst du da mal nüflügen zu dem Geißer am Waldfestplatz, was da los ist? Jawohl, gut. Ja, dann treffen wir uns nachher dem Dorf zur Lagebesprechung, gell? Also, vierte. Ernsthaft der Geißbockmetz gelang. Ja, ja, weißt du, ich träge das wenig geschmeckt. Ja, und was ist mit dem Bock fürs Fest? Wo ist noch der? Ja, bei dem Umzug, da findet man nachher schon noch einen. Ja, bis zum Umzug müsste er da sein. Ja, das kriegen wir ja, noch schon. Ja, helfe der Suche, oder? Ja, auf geht's, komm! So, und was tun wir jetzt? Ich weiß auch nicht, also das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen hätte, wäre, dass er vielleicht am Doppelt und beim Jock und beim Wugi bei den Geißbeck dabei ist. Das Kind singt. Ja, dann halt, schauen wir doch da schnell hin. Auf geht's, komm. Ja, komm, fahr aber. Komm, es pressiert. Jawohl, ich gebe alles. Ja, was ist das? Ja, das glaube ich jetzt, Jette. Der darf das wahr singen. Rolf, hast du den Bock schon hergerichtet, oder wie? Ja, Friede, wenn ich das Gericht mache, auf halb zwei warte ich schon den ganzen Tag. Ja, schneidig. Ja, komm, geht her. Wir süffen noch eine halbe und dann packen wir es. Dann gehen wir aufs Fest, oder? Ja, auf alle Fall. Machen wir das Gericht. Höchste Zeit. Ja, vergelt's Gott. Dankeschön. Prost. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Und du bist auch Gerichtbock. So, ich bin gericht für ein Bockfest Polsterlang. Vom 4. bis zum 6. August. Bäh!